Moin Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal, Freunde. Heute, Leute, werde ich euch einfach mal zeigen, wie ihr auf jeden Fall Supercell Creator werden könnt. Lasst dafür erstmal gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Und ich würde sagen, Leute, wir legen einfach mal direkt los mit dem Video. So, Leute, der erste Schritt ist auf jeden Fall, dass ihr Supercell Creators im Internet eingibt oder besser gesagt in eurem Browser. Und ihr müsst dann auf jeden Fall direkt auf den ersten Link draufklicken, Leute. Und sobald ihr auf jeden Fall draufgeklickt habt, kommen wir auf jeden Fall auf einen Browser oder besser gesagt bei einer Webseite. Und hier steht auf jeden Fall Login und Join Us, also oben rechts. Aber da wir auf jeden Fall kein Supercell Creator sind, müssen wir uns auf jeden Fall anmelden und besser gesagt registrieren. Und wir müssen auf jeden Fall auf Join Us draufklicken, Leute. Sobald wir draufgeklickt haben, müssen wir auf jeden Fall unser Alter eingeben, weil da steht halt What is your age auf Deutsch übersetzt, was ist dein Alter, wie alt bist du, müssen wir auf jeden Fall unser Alter eingeben, also ich bin 16 Jahre alt und deswegen müssen wir jetzt 16 Jahre alt für mich eingeben sozusagen. So, 16 haben wir jetzt eingegeben, klicken wir dann einfach mal auf Continue. Und Leute, erstmal ganz, ganz wichtig, ihr müsst auf jeden Fall mindestens 16 Jahre alt sein, um auf jeden Fall bei Supercell Creator Programm reinjoinen zu können. Man kann sich tatsächlich schon mit 13 Jahren auf jeden Fall bewerben, jedoch kann man auf jeden Fall erst mit 16 Jahren auf jeden Fall ein offizieller Creator sein. Deswegen, Leute, ich sag's jetzt mal, ihr müsst auf jeden Fall mindestens 16 Jahre alt sein, um auf jeden Fall ein offizieller Creator in Supercell werden zu können. Und sobald ihr auf Continue draufgeklickt habt, steht ja auf jeden Fall, ich werde immer respektvoll zu anderen Creators sein oder besser gesagt auch zu Community Managern. Und ganz wichtig, falls ihr auf jeden Fall Supercell Creator werden wollt, braucht ihr auf jeden Fall mindestens 100 Follower auf YouTube, 25 Follower auf Twitch oder 1000 Follower auf TikTok. Kommt drauf an, auf welcher Plattform ihr auf jeden Fall aktiv seid. Also wir müssen auf jeden Fall diese beiden Sachen auf jeden Fall akzeptieren und entgegennehmen. Also klicken wir einfach mal auf den beiden Dingern drauf. Und hier steht auf jeden Fall Login with Supercell ID. Also Leute, ganz wichtig, ihr braucht auf jeden Fall eine Supercell ID. Falls ihr keine haben solltet, dann erstellt euch aber eine. Das geht ganz einfach. Ihr braucht auf jeden Fall eine Supercell ID, um euch auf jeden Fall bei Supercell Creators anmelden zu können. Und ja, sobald ihr auf jeden Fall eure Supercell ID angegeben habt, kommt ihr da wieder auf jeden Fall zu dieser Seite, wo auf jeden Fall steht Let's Get Started und da steht auf jeden Fall noch wieder, dass Supercell von euch auf jeden Fall erwartet, dass ihr respektvoll zu anderen Content Creator oder zu Community Manager seid. Und sobald ihr auf jeden Fall jetzt da drauf geklickt habt, steht da auf jeden Fall Where are you creating? Und Leute, ich mache ja persönlich eigentlich eher YouTube und deswegen, Leute, muss ich in meinem Fall auf YouTube draufklicken, Leute. Aber wenn ihr zum Beispiel gerade irgendwie TikTok Creator sein wollt, dann könnt ihr natürlich auch TikTok auswählen. Nachdem wir das auf jeden Fall gemacht haben, kommen wir auf jeden Fall zu einer Seite, wo steht Which games do you use? Und zwar bedeutet das Ganze einfach, welche von den Supercell Games ihr tatsächlich auf jeden Fall benutzt. In meinem Fall, ich benutze ja eigentlich fast nur Brawl Stars, müssen wir dann halt auf Brawl Stars draufklicken, weil wir uns ja eigentlich für Supercell Creating in diesem Video interessieren. Und hier müssen wir dann auf jeden Fall ein paar Daten von uns eingeben, sowohl unseren Creator-Namen, unseren vollen Namen, unsere E-Mail-Adresse, von wo wir kommen, welche Sprache wir createn wollen. Sobald wir runterscrollen, steht da auf jeden Fall, sie sind mindestens 13 Jahre alt und verstehen, dass Supercell sich im Rechte in Bezug auf den Dienst und seine Spiele vorbehält. Sie gewähren Supercell das Recht, ihre Benutzerinhalte zu verwenden. Da müsst ihr euch das auf jeden Fall alles durchlesen, Leute, wenn ihr auf jeden Fall wirklich Supercell Creator werden wollt, weil ihr dürft dann auf jeden Fall keine Fehler machen. Und dann müsst ihr unten auf jeden Fall eure Unterschrift eintragen, indem ihr euren Vollnamen einträgt. Nachdem ihr eine Unterschrift eingetragen habt, kommt dann auf jeden Fall ein Bildschirm, wo auf jeden Fall steht Registrierung abgeschlossen. Und ihr müsst dann auf jeden Fall auf Fortfahren drücken. Und dann kommt auf jeden Fall ein Pop-up, wo auf jeden Fall steht, dass ihr eure E-Mail verifizieren müsst. Das Ganze müsst ihr auf jeden Fall machen, indem ihr auf Verifizierungslink senden drückt. Sobald ihr eure E-Mail verifiziert habt, kommt dann auf jeden Fall so ein Bildschirm, wo Search drauf ist und da steht E-Mail verifiziert. Müsst ihr dann halt auf Continue draufklicken, Leute. Und da kommt tatsächlich ein Video. Ja, das ist einfach so ein Message, weil man sich als Supercell Creator beworben hat. Nachdem ihr euch das angeschaut habt, müsst ihr auf jeden Fall dann runtergehen und hier steht dann auf jeden Fall Be a role model, your content must be family friendly. Also Leute, ihr müsst auf jeden Fall familienfreundlich sein, also den Content, den ihr auf jeden Fall produziert. Und hier wird dann nochmal vorgewarnt, sobald man auf jeden Fall die Regeln von den Supercell Creators auf jeden Fall verstößt, dass man direkt auf jeden Fall aus dem Programm rausgehen kann. Weswegen man sich auf jeden Fall an die Regeln halten muss. Also das wird ja halt nochmal deutlich erklärt und gewarnt, dass man sich schon wieder an die Regeln halten muss. Ansonsten kann es zum sofortigen Ausschluss aus dem Supercell Creator Programm kommen. Steht hier dann auf jeden Fall, was tut. Also wir müssen das auf jeden Fall akzeptieren. Und hier müssen wir dann ein paar Sachen eingeben. Und so, ob wir beim Creatorgram Programm wollen, wann wir das einfach durchgehend machen wollen, ob das ein Teil von unserer Zeit ist oder ob wir das einfach mal als Hobby machen. Ich klicke einfach mal auf Hobby, dann müssen wir hier eintragen, was unsere Ziele mit dem Join von einem Creator-Programm ist, was wir damit erreichen wollen. Und dann müssen wir auf jeden Fall eintragen, welches Gerät wir auf jeden Fall verwenden. In meinem Fall benutzen wir auf jeden Fall iOS, weil ich besitze iOS. Da wird hier nochmal gefragt, ob wir auf jeden Fall Englisch auf einem guten Level sprechen. Also in meinem Fall auf jeden Fall nein. Spaß, natürlich auf ja.
Dann steht hier auf jeden Fall extra nochmal gesagt, alles im Creator-Programm ist privat. Wir möchten eine offene Atmosphäre schaffen, in der wir frühzeitig Informationen mit Ihnen teilen können und in Sie Tipps und Erkenntnisse in Ihren Mitschöpfern teilen können. Um diese offene Atmosphäre aufrechtzuerhalten, werden wir darauf hin vertrauen, dass alles im Programm vertraulich bleibt. Klicken wir auf jeden Fall auf Get Started und wir kommen jetzt auf jeden Fall hier rein, Leute. Und wir sehen auf jeden Fall hier viele, viele, viele Dinge. Und zwar können wir uns auf jeden Fall hier Elixier abholen. Klicken wir auf jeden Fall hier drauf. Wir können natürlich auch Plattformen dazu melden. Und zwar können wir auf jeden Fall unseren TikTok-Account noch dazu verknüpfen, damit wir vielleicht noch mehr Elixier bekommen. Mit dem Elixier, den ihr auf jeden Fall hier bei eurem Bildschirm beim Superstate Creator Programm seht, könnt ihr auf jeden Fall Sachen in der Webseite kaufen. Und dann müsst ihr auf jeden Fall nur auf Elixier und auf jeden Fall auf Traders Market draufklicken. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall mit eurem Elixier Sachen kaufen. Aber leider ist das Ganze für mich nicht erhältlich, da ich auf jeden Fall kein offizieller Creator im Supercell Programm bin. Das Ganze steht hier auf jeden Fall nochmal drauf. This item is only available to offiziell Creators and Super Creators. Also da ich ja gerade keiner bin, kann ich das auf jeden Fall leider nicht kaufen. Weil mit diesem Elixier kann man sich auf jeden Fall als Supercell Creator Sachen kaufen. Und ich könnte zum Beispiel mit dem Elixier, was ich auf jeden Fall im Supercell Programm habe, 5 Summer Jesse Skins verschenken oder 5 Beach Rock Skins. Oder vielleicht sogar auch Pins. Und ihr fragt euch sicherlich, ab wann ist man auf jeden Fall ein offizieller Super Creator? Es gibt tatsächlich auf jeden Fall 3 Stufen beim Supercell Creator Programm. Und bei Stufe 1 ist auf jeden Fall die Registrierung, bei Stufe 2 kann man auf jeden Fall Skins verlosen, indem man mit dem Elixier und so weiter. Und ab Stufe 3 bekommt man offiziell auf jeden Fall einen Creator Code. Wie kommt ihr denn jetzt bei der zweiten Stufe? Das regt ihr euch und ich werde euch das Ganze jetzt auf jeden Fall erklären. Und zwar, um auf jeden Fall bei einem offiziellen Creator-Programm auf jeden Fall dabei zu sein, braucht ihr auf jeden Fall 5000 Abonnenten auf YouTube, 3000 Follower auf jeden Fall auf Twitch und 15.000 Follower auf jeden Fall auf TikTok. Leute, aber ganz, ganz wichtig nochmal zu sagen ist, dass ihr tatsächlich auch abgelehnt werden könnt. Also es heißt nicht direkt, sobald ihr 5000 Abonnenten und so auf YouTube habt, dass ihr direkt angenommen werdet. Weil ihr müsst euch tatsächlich erstmal bewerben bei der offiziellen Creator-Webseite von Supercell und daraufhin wird dann euer Kanal überprüft und einen offiziellen Community-Manager von Supercell und die entscheiden dann, ob sie euch im Programm aufnehmen wollen oder da lassen wollen. Wichtig auf jeden Fall daraufhin zu sagen ist, dass ihr auf jeden Fall gute Qualität bei euren Videos leistet, sobald ihr wirklich in Supercell-Creator-Programm reinkommen wollt. Weil Supercell achtet natürlich auch sehr, sehr hart auf Qualität und was für Videos ihr auf jeden Fall produziert. Und sie achten natürlich auch auf eure Aktivität, also wie aktiv ihr auf jeden Fall seid. Und ganz, ganz wichtig, ihr achtet natürlich auch darauf, wie ihr mit anderen Creators umgeht. Ob ihr euch im Internet über sie lächerlich macht oder ob ihr respektvoll mit denen umgeht, wie ich schon vorhin gesagt. Das stand hier auch vorhin bei dieser einen Regel, die ich euch vorgelesen habe. Was könnt ihr denn jetzt bei der zweiten Stufe oder besser gesagt als offizieller Creator anfangen? Das Ganze werde ich euch jetzt auf jeden Fall erklären. Als offizieller Creator bekommst du auf jeden Fall einen kleinen Vorgeschmack auf das kommende Update. Die werden einfach kleine Sneak Peeks auf jeden Fall gezeigt und du kannst auf jeden Fall damit deinen Content produzieren. Und ihr habt dann die Möglichkeit auf jeden Fall Skins zu verlosen mit dem Elixier, was ihr auf jeden Fall bei dem offiziellen Creator-Programm schon habt. Lasst uns jetzt mal über die Super-Creators unterhalten. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie kommt man auf jeden Fall zum Super-Creator? Super-Creator ist auf jeden Fall die dritte letzte Stufe, wo man auf jeden Fall auch einen Creator-Code bekommen kann. Creator-Code? Jo Jonas. Wie werdet ihr denn jetzt ein Super-Creator? Das werde ich euch jetzt auf jeden Fall erklären. Unter Leute braucht ihr dafür 100.000 Follower auf YouTube, 50.000 Follower auf Twitch und 250.000 Follower auf TikTok. Und eine wichtige Sache dabei ist, dass Supercell euch auf jeden Fall vertrauen kann. Supercell gibt ungern einfach direkt jedem so einen Creator-Code und dann wollen die erstmal schauen, ob man euch überhaupt vertrauen kann. Sobald ihr auf jeden Fall zum Super-Creator angenommen wurdet und befördert wurdet, kriegt ihr auf jeden Fall Brawl Talks früher zu sehen als die ganzen anderen Leute. Oder ihr habt dann auch die Möglichkeit, Content über das kommende Update zu produzieren und schon neue Sachen oder neue Features auszutesten, was in einem kommenden Update kommen wird. Also ihr könnt dann sozusagen das kommende Update schon vorher als die ganzen anderen Leute spielen. Und ihr bekommt dann auf jeden Fall auch einen Creator-Code. Als offizieller Super-Creator bekommt man auf jeden Fall einen Creator-Code. Und ja, das war's tatsächlich auch. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst doch gerne einen Like da, abonniert nicht vergessen. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann auf jeden Fall bis zum nächsten Video wieder. Danke, falls ihr euch das Video bis hierhin geschaut habt. Macht's gut, Leute, ich wünsche euch noch was. Ciao, ciao.